Wie schade, dass ich nicht kiten gegangen bin. Guten Morgen zu einem neuen Vlog. Heute ist Freitag, der 5. Februar. Und ich mache jetzt gleich ein Workout, diesmal ein richtiges, nicht nur so dehnen und so wie gestern. Ich habe heute keinen Muskelkater, wir waren ja jetzt gestern auch nicht kiten und so. War ja mal wieder super Timing mit meiner Workout-Logik, dass ich keins mache, wenn wir kiten gehen und dann gehen wir nicht kiten und heute gehen wir vielleicht und ich mache jetzt trotzdem eins. Egal, man weiß nie, was kommt und ich habe jetzt Lust, mich zu bewegen, weil das ist einfach ein ganz anderer Start in den Tag, wenn man morgens Sport macht und wenn man so sich dran gewöhnt hat irgendwie. Ansonsten muss ich heute dringend drehen, beziehungsweise ich möchte unbedingt, nur gestern habe ich es ja zeitlich nicht geschafft. Dann möchte ich mein Video für Dienstag planen, weil wir ja jetzt übers Wochenende wieder weg sind und Montag vielleicht auch noch weg sind, weil da ja wieder Feiertag ist. Und was muss ich sonst machen? Den Vlog schneiden. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Nach dem Sport und frisch geduscht ist, finde ich, immer das beste Gefühl überhaupt. Man fühlt sich wie so neu geboren. Ich mache mir jetzt was zu essen. Das ist das einzige Obst, was wir noch haben. Ein ziemlich weicher Apfel. Ich mache mir jetzt irgendwie ein Müsli oder so. Unser Joghurt ist auch nicht mehr gut. Wir müssen einfach dringend einkaufen gehen. Aber ja, das Ding ist, wir sind ja übers Wochenende weg. Also, naja, aber zumindest mal so ein paar Kleinigkeiten. Das Workout war übrigens ganz gut. Das war für die Arme. Und meine Arme sind jetzt noch nicht so der Burner. Also die sind schon noch so eine große Schwachstelle. Und nicht besonders kräftig. Aber ich trainiere ja mit meinen Flaschen da und dann fülle ich da Wasser rein, weil ich hier einfach nichts anderes habe. Also klar, wir könnten an den Strand fahren und Sand holen und dann könnte ich nassen Sand reinmachen, dann wären sie ein bisschen schwerer. Aber das Ding ist, wir nehmen die auch immer jeden Tag mit, um draus zu trinken und dann wäre da Sand drin und das wäre irgendwie ein bisschen ungeschickt. Also ich trainiere jetzt halt gerade mit ein bisschen zu leichten Gewichten, deswegen sind die Sachen dann so mittelmäßig anstrengend nur. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ja komm, ist jetzt egal, ich brauche jetzt hier mir keine Gewichte besorgen. Das mache ich dann einfach daheim. Ein bisschen Gewicht ist immer noch besser als gar kein Gewicht. Oder gar kein Sport, besser gesagt. Ja, jetzt mache ich mir was zu essen. Yum yum! So, ich bin fertig und ich werde jetzt drehen. Ich habe eine fancy Frisur. Ich hatte so Bock, das auch mal wieder auszuprobieren. Und jetzt fühle ich mich wie so aus den 90ern irgendwie. Egal. Ja, ich werde jetzt ein Video drehen. Jetzt muss ich hier aber den Hintergrund noch ein bisschen hübsch machen. Weil hier ist das Licht heute einfach am besten, weil draußen wieder total grau ist. Und dann ist es hinten in dem anderen Zimmer zu dunkel. Und genau, jetzt ist 11:30. Sprich, ich sollte mich jetzt ranhalten, weil ich möchte das Video heute auch noch schneiden. Denn morgen soll es schon online kommen. Also, genau. Und dann den Vlog noch schneiden und das andere Video vorbereiten und am liebsten auch noch drehen. Habe ich ja alles schon mal gesagt. In der Kamera sieht alles immer so blöd aus und so gruselig. Und man denkt sich nur so, Marie, das ist ein hässlicher Video-Hintergrund. Aber in der richtigen Kamera, also in der hier, sieht es schön aus, finde ich. Ja, und jetzt, es fängt an zu regnen draußen. Ich fange jetzt lieber mal schnell an zu drehen, weil wenn es nämlich richtig anfängt zu regnen, dann klingt es hier in diesem Plastikhaus wie, weiß ich nicht, als würde die Welt untergehen, weil das richtig, richtig laut ist. Was ist das eigentlich? Ich meine, hallo, es ist Sommer. Es ist jetzt 12:30 und ich bin jetzt fertig mit dem ersten Video drehen. Ich lasse jetzt aber mal alles noch so stehen und liegen, wie ich es hingerichtet habe, außer die Lichterkette, die mache ich aus. Weil ich mache das immer so, gerade wenn ich hier drehe, ich lasse dann alles so, ich lasse die Kamera an ihrem Platz stehen und schneide erstmal grob das Video, damit ich weiß, ob das alles cool ist, so wie ich es gesagt habe, oder ich da irgendwas nochmal drehen muss. Und dann ist das safe. Dann ist da kein Sprung in der Perspektive drin, sondern die Kamera steht immer noch da und ich müsste mich zur Not einfach nur nochmal davor setzen und scharf stellen. Und dann ist nicht so schlimm. Irgendwie ist es kalt heute. Voll verrückt. Also ich habe so einen Crop-Top an. Nicht, weil ich es cool finde, im Crop-Top zu Hause rumzulaufen, aber weil ich was Schwarzes anziehen wollte. Und das ist das einzige schwarze T-Shirt ist, was ich habe. Weiß keiner, dass ich bauchfrei bin. Außer das Internet jetzt, weil ich es gesagt habe.
glaube, ich muss mir mal was überziehen gehen. Die Videos importieren eh noch auf die Festplatte. Hier sind schon wieder so viele Spinnen. Das gefällt mir nicht, muss ich sagen. Ich glaube, ich ziehe die flauschige an, auch wenn die viel zu warm ist wahrscheinlich. Egal. So viele Spinnen. Also wenn ihr ein Problem mit Spinnen habt, geht nicht nach Neuseeland. Da sind wirklich richtig viele. Und die sehen so strange aus. Und die ist gerade eine andere Spinne. Naja, egal. Ich will sie auch nicht töten. Anfassen will ich sie aber auch nicht, weil sie ungefähr so groß sind. Und deswegen lasse ich sie einfach da, wo sie sind. Dadurch, dass wir jetzt bald wieder nach Hause fliegen, haben ganz viele gefragt, wie es ist. Also ob wir uns vorstellen könnten, nach Neuseeland auszuwandern oder hier zu bleiben. Oder ob wir uns freuen, wieder nach Hause zu gehen und so. Also ich habe auch schon ein paar Kommentare geantwortet, aber ich dachte, ich sage es jetzt nochmal in einem Video. Also wir freuen uns beide, wieder nach Hause zu gehen, einfach aus dem Grund, weil es doch ein bisschen einsam ist. Also es ist super cool zu zweit und wir verstehen uns perfekt und so. Aber manchmal möchte man einfach auch wieder seine Familie sehen und seine Freunde sehen und so. Weil wir haben hier zwar Leute kennengelernt, aber es ist halt trotzdem nicht so wie Freunde, die man schon seit dem Kindergarten hat. So, ist ja irgendwie logisch. Und da vermisst man einfach so dieses, dass einen jemand so kennt und man nicht so, also ich liebe es, neue Leute kennenzulernen, das finde ich richtig cool, aber es ist halt, ihr versteht es doch bestimmt, oder? Es ist eine andere Art von Gespräch, die man führt, wenn man sich gerade kennenlernt, versus wenn man sich schon seit 20 Jahren kennt, so ungefähr. Deswegen, da freue ich mich richtig drauf. Ich freue mich auch auf so banale Sachen wie mal wieder so ein richtiges Brot essen oder Laugenbrezel oder irgendwelche anderen Brötchen oder Käse, so Camembert und weil das hier so teuer ist. Wir haben dann höchstens mal so Scheibenkäse, so einen Block irgendwie. Aber der Käse daheim ist halt echt Deluxe und auch nicht so teuer wie hier. Oder auf was freue ich mich noch? Oh, Flammkuchen habe ich auch mal wieder richtig Lust. Da hatte ich neulich so Gelüste drauf und dann gab es hier natürlich keine. Und ich freue mich drauf, dass alles wieder so ist, dass es so unkompliziert ist. Hier ist auch viel unkompliziert, aber was zum Beispiel umständlich ist, ist, wenn man irgendwas braucht. Weil die Läden haben so bis 5, 6, 6 unter der Woche offen, außer donnerstags haben sie länger offen. Und dann ist es immer ein bisschen schwierig, wenn Alex heimkommt und wir zusammen noch irgendwas besorgen wollen. Außer der Supermarkt. Außer im Supermarkt hat halt sonst irgendwie nichts mehr offen. Also das finde ich cool, oder? Dass man einfach mal schnell was bei Amazon bestellen kann, wenn man irgendwas dringend braucht. Und was es jetzt in irgendwelchen Läden hier in der Nähe nicht gibt oder so. Weil sowas gibt es hier nicht. Auf solche Sachen sind so richtige First World Problems. Aber auf sowas, muss ich sagen, freue ich mich wieder ein bisschen, weil man es halt einfach so gewohnt ist, so diese Bequemlichkeit. Das klingt schlimm. Das klingt echt unsympathisch. Ich hätte es wahrscheinlich nicht sagen sollen. Ja, und ob wir uns vorstellen können, auszuwandern, weiß ich nicht, weil dann müssten irgendwie alle mitkommen. Also wir sind schon beide so ziemliche Familienmenschen und auch Freundesmenschen. Und dann wären die alle so weit weg. Und Neuseeland ist halt echt weit weg. Ist jetzt was anderes, wenn man nach Spanien oder nach Frankreich oder so auswandert. Da kann man dann auch mal irgendwie leichter hin. Aber Neuseeland, da kommt halt niemand hin. Dann ist auch noch die Zeitverschiebung so kompliziert irgendwie. Dann gehen die einen gerade ins Bett und wir stehen gerade auf oder andersrum. Also ich weiß nicht, ich würde super gerne nochmal herkommen irgendwann, glaube ich. Und weil wir haben natürlich längst nicht alles gesehen, obwohl wir so lange hier waren. Aber das ist einfach, weiß ich nicht. Man kann nicht alles sehen, wenn man halt nicht jetzt nur am Backpacken ist zum Beispiel oder nur am Reisen, sondern hier arbeitet. Also ich würde auf jeden Fall nochmal gerne herkommen, aber ich weiß nicht, ob ich hierhin auswandern würde. Ist schwer zu sagen. Höchstens, wenn alle mitkommen würden, denke ich. Essen! Gibt's einfach wieder das von gestern, da ist noch so ein Teller übrig. Alex hat sich den Rest mit in die Arbeit genommen. Und es gibt auch noch rote Beete. Oh, lecker. Ich habe gestern schon zu Alex gesagt, ich glaube, rote Beete aus der Dose ist mein neues Lieblingsessen geworden. So yummy! I don't like. Entschuldigt übrigens, dass der Vlog von gestern kein Ende hat, beziehungsweise nur Schrift. Ich sehe das gerade erst, weil ich schneide den gerade, beziehungsweise bin jetzt fertig.
Ich dachte mir, das ist jetzt irgendwie komisch, wenn ich das jetzt erst filme. Deswegen habe ich es einfach mit Schrift gemacht. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Endclip hin ist, weil ich weiß, dass Alex und ich gefilmt haben. Ich weiß nicht mehr, was wir da alles geplappert haben, aber Alex lag auf jeden Fall schon im Bett und ich stand noch und wir haben noch irgendwas geredet und so. Und ich weiß auch, dass ich geguckt habe und da hat sogar dieser Rec-Knopf geblinkt die ganze Zeit. Aber der Clip ist nicht da. Also der ist nicht auf der Karte. Ich verstehe nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist so eine ganz kurze Sequenz, wie ich die Kamera anmache so irgendwie. Und dann hört es auf. Ich weiß nicht, ob die Datei halt einfach beschädigt ist oder ob da irgendein Fehler war. Keine Ahnung. Das Wetter ist so eklig. Was? Ich blogge. Warum redest du? Also, was sagst du? Mit wem redest du? Und Alex möchte gerne kiten gehen. Und ich komme mit. Sehr, sehr lieb von dir. Ich möchte aber nicht kiten gehen, weil ich bin ein Schönwetterkiter. Nein, aber es ist ja so... Wetterkiter sind nicht schlimm. Ja, ich weiß. Aber... warte kurz, also du kannst schon mal gehen. Ich vlog noch kurz. Im Auto weiterfilmen. Okay, ich vlog im Auto weiter. So, jetzt aus dem trockenen Auto. Ja, also ich, für mich ist das nicht so die Freude, weil ich sehr... Also, ich kann es jetzt schon einigermaßen, aber noch nicht so, dass es die ganze Zeit reibungslos klappt. Und ich bin ja schon am Fluchen, wenn das Wetter gut ist. Und dann bin ich ja erst recht am Fluchen, wenn es auch gleichzeitig regnet. Also, schauen wir mal. So, wir sind angekommen und Alex ist draußen. Das Wetter ist so eklig. Oh mein Gott, es regnet und es stürmt und es ist kalt. Und ich bin deswegen im Auto geblieben. Ich bin gerade mit vorgegangen und habe ihm den Kite gestartet und jetzt auch die Pumpe und alles wieder mit zurückgenommen. Und jetzt sitze ich im Auto. Und weil ich nicht alles geschafft habe, was ich heute schaffen wollte, plane ich jetzt mein Video für Dienstag ein bisschen. Und mir auch ein Buch mitgenommen und so. Und werde hier jetzt einfach ein bisschen sitzen. Das Dumme ist, ich habe Hunger. Und zwar ziemlich. Ich habe so einen Riegel dabei. Aber hier gibt es auch irgendwie halt nichts, ne? Klos. Toll. Und wir haben Chips, aber wenn ich die jetzt aufmache, dann sind die weg, bis Alex wieder im Auto ist. Wie schade, dass ich nicht kiten gegangen bin. War eine wunderbare Entscheidung von mir. Ja, ich habe nämlich gefilmt, während es hier drin so aufs Auto geprasselt hat und habe nur so gesagt, weise Entscheidung. Wir suchen jetzt auf jeden Fall was zu essen. Wir haben nämlich nichts mehr daheim, sonst müssen wir jetzt noch einkaufen gehen. Ich glaube, da haben wir beide keinen Bock drauf. Genau, aber es ist zwar Freitagabend, man sollte meinen, da kann man ja vielleicht auch mal irgendwo um 8 Uhr noch was irgendwo kaufen. Nicht in Neuseeland, da macht alles um 6 Uhr zu. Außer der eine Sushi Place, der 12 Stunden offen hat, von 8 bis 8. Warum also, macht so eine Zeit lang um 8 morgens auf? Wer ist um 8 Uhr Sushi? Lieber sollen sie lieber erst mittags aufmachen und dafür abends ein bisschen länger. Deutschland hat ein Takeaway auch noch nicht um 8 morgens offen. Richtig. Und dafür dann halt bis nachts. Aber ja, jetzt schauen wir mal, ob wir da noch was kriegen oder ob da gar nichts mehr gemacht wird und ob die auch nichts mehr haben oder so.
da müssen wir halt vielleicht doch mit einkaufen gehen. Also mal schauen, hoffen wir mal nicht. Das meine ich übrigens mit Neuseeland Radio. Ja, es hat noch offen. I love sushi. Let the fest mal begin. Wir sind ein bisschen eskaliert. Also wir haben jeder eine Packung Edamame und jeder so eine Packung und dann teilen wir uns noch die. So eskalativ ist es gar nicht, gell? Wir haben gar nicht so viel Sojasauce. Wir haben noch vier. Ach ja, wir haben noch. Okay. Und dazu schauen wir jetzt Prison Break. Irgendwie. So. Heute Nacht habe ich wirklich auf Aufnehmen gedrückt. Der Knopf leuchtet. Ich hoffe, diesmal funktioniert es. Wir gehen jetzt schlafen. Draußen ist ein richtiger Sturm. Und ich bin schon wieder im Gefängnis. Max ist mal wieder im Gefängnis. Und da. Ich habe vorhin gesagt, manchmal wäre ich gerne ein Mann. Einfach nur Zähne putzen, ab ins Bett. Scheiß auf Gesicht waschen, eincremen, Haare bürsten, lauter so ein Dreck. ja, genau. Also jetzt sind wir ja übers Wochenende dann weg, beziehungsweise von morgen, also Samstag, bis Sonntag. Oder Montag, wissen wir noch nicht so genau. Also mal schauen. Und dann kommen die Vlogs erst ab Montag, beziehungsweise eher Dienstag, denke ich mal. Ja, dann sehen wir uns da wieder. Bis dann! Tschüss! Tschüss!